Ah, gut, dann ist der Spotify hier. Direkt nach meinem 7-stündigen Livestream mit Bundesliga, Top-Spiel der Bundesliga und jetzt auch der zweiten Liga zwischen Bremen und Schalke mache ich hier dieses Video. Und genau beim letzten Spiel kommt ja so ein entscheidendes Ding. Erstmal herzlichen Glückwunsch Simon Terodde. Nach 500 torlosen Minuten hat es endlich geklappt, das Tor zu machen. Und damit ist man die Nummer 1, was die Torschützenliste der zweiten Liga betrifft. Es geht aber vielmehr um die 99. Minute, als der Elfmeter reingegangen ist. Ihr wisst, 1-1 geschossen. Zuvor war aber eine sehr, sehr strittige Szene, wo manche sagen, ja, war eine klare Schwalbe, er lässt sich fallen. Und jetzt, ich werde mich wahrscheinlich bei den einen oder anderen jetzt unbeliebt machen. Wahrscheinlich wird das gedisliked, das ist mir aber egal. Denn ihr müsst mal auf das rechte Bein schauen. Das stoppt auf einmal so. Und dann, er macht nur ein, zwei Schritte, fällt spät. Das muss man auch sagen, keine Frage. Aber eine Berührung ist definitiv da. Oder er bleibt am Rasen hängen. Aber in den Hinterkopfkameras sieht es viel mehr danach aus, als wäre da eine Berührung da gewesen. Er nimmt natürlich den Kontakt dankend an. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber. Es war auch ein Handspiel zuvor des Bremers. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen was gegen Bremen gesagt. Jetzt ein bisschen was gegen Schalke. Wahrscheinlich werden die zwei da sein. Für mich war es keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und wenn, selbst wenn es eine Fehlentscheidung gewesen wäre und da ein klaren Kontakt gewesen ist, also richtig klarer Kontakt, darfst du den Elfmeter nicht geben, weil der Bremer zuvor den Ball klar mit der Hand gespielt hat. Und dementsprechend darf man den Elfmeter eigentlich gar nicht geben. Und da ist Schalke natürlich, kann man jetzt sagen, betrogen worden. Natürlich freuen sich die Bremer über den einen Punkt. Ich meine, sozusagen gegen direkten Konkurrenten in der letzten Minute, ja, den zwei Punkte gestohlen. Das sind sie natürlich sehr, sehr dankbar. Aber im Endeffekt, muss man sagen, war es sehr, sehr glücklich. Ich habe auf Twitter auch einige Bremer gesehen und gelesen, die gesagt haben, es war sehr, sehr, sehr glücklich. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass jetzt noch zu 100% aufklärt. Wie gesagt, für mich darf ich den Videobeweis einfach gar nicht einschalten, was keine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen ist. Vielleicht dachte er aber auch, okay, er hat den Kontakt nicht gesehen, denn der Kontakt war auch wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen. Und ihr könnt jetzt gerne auch mal eure Meinung zu diesem Thema und die Kommentare hauen. War es ein Elfmeter oder war es kein Elfmeter? Ich meine, ich habe mein Schlussfazit eigentlich schon gemacht und meine Meinung. Die Frage ist natürlich, seht ihr es genauso wie ich oder nicht? Für mich, wie gesagt, Kontakt ist da, es war kein Schwalbe, Kontakt ist da, aber für mich auch kein Elfmeter. Eure Meinung interessiert mich, wir können gerne diskutieren. Wenn ihr Bock habt auf Fußball mit meinen Reaktionen, vor allem in meinem Verein spielt, schaut gerne morgen vorbei. Ist jetzt unten auch verlinkt. Mein Eintracht spielt ja in Freiburg. Dann könnt ihr mich live miterleben, wie ich auch eskaliere. Ich eskaliere ja gerne schon bei neutralen Spielen. Bei Frankfurt ist noch mehr. Schaut gerne vorbei, würde mich sehr freuen. Und ich sage hier auf jeden Fall Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.